Ich weiß noch nicht warum, aber ihr steht ja drauf, ne? Deswegen, das bekannte Spiel, Hätte lieber einkaufen. Wie viel habe ich ausgegeben? Ich habe den Zettel hier, nehme ich mit und möchte von euch wissen, wie viel habe ich ausgegeben. So, passt auf. Zweimal Tortellini, Prosciutto mit Schinken, rein damit. Zweimal Vitamine. Jetzt kommt was ganz Komisches, aber das stimmt. Immer wenn ich die nicht nehme, bekomme ich von meinen Tabletten Ausschläge an der Hand. Wenn ich die nehme, bekomme ich keinen Ausschlag. Ja, komisch, oder? Jedes Mal, wenn die mir ausgehen, fängt sofort der Ausschlag hier an. Sofort. Komisch, gell? Das heißt ja, mir fehlt irgendein Vitamin, was dann diesen Ausschlag auslöst. Durch irgendwas. Irgendwas wird da kompensiert oder was, keine Ahnung. So. Dann habe ich mir geräucherte Wurst gekauft, geräucherte Bratwurst, die esse ich gleich im Auto. Und mache ein Auf-Eating. Ja, ein geräuchertes Knacker-Eigenprodukt Auf-Eating mit Brezeln. Aufpasse, Video. Magst du mal ins Video kommen? Dann bin ich heute Abend auf YouTube. Oh. Ja, so. Und die esse ich gleich und mache ein Auf-Eating. So. Dann haben wir zweimal diese Universal-Würzmischung. Und das ist nichts anderes wie Vegeta, meine lieben Freunde. Da ist genau das Gleiche drin. Ich habe das schon mal getestet. Das ist genau das Gleiche. Kostet aber einen Bruchteil. Ich glaube, nur ein Drittel kostet es von Kaufland, was es echte Vegeta kostet. Ja. Und das Zeug ist gut, um eine Suppe nachzuwürzen. Ist das wirklich, wirklich toll. Man darf natürlich wieder mal nicht... Mal gucken hier. Muss Paprika, Knoblauch, Maisgrieß, Hefeextrakt. War klar. Ja, ein bisschen muss schon da mit rein. Ne? Dann habe ich einen Eisbergsalat. Und den Eisbergsalat kaufe ich nach Gewicht. Ohne Scheiß. Ich heb die so lange hoch, die einzelnen Eisbergsalate... Die hebt, bis mir das Gewicht gefällt. Weil die werden ja pro Kopf verkauft, nicht pro Gewicht. Und deswegen hebe ich die immer hoch und der am schwersten ist, den kaufe ich. Clever, gell? Ja, so. Dann habe ich was für die Oma zum Muttertag. Und für mich weiße Toffifee. Ich liebe weiße Schokolade. Und wenn es dann mal weiße Toffee, ich habe glaube ich 3 Stück. Ja, ne, wo? Ja, ne, doch da. So, 3 Stück. Also 3-mal weiße Toffifee waren aber im Angebot. Also nicht 3 Euro rechnen, sondern weniger, weil die waren im Angebot. So. Dann etwas, was bei uns Mangelware ist, ist nämlich dieses USB-C-Ladekabel. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist bei uns Mangelware. Deswegen, da sage ich euch sogar den Preis. 3,75 Euro, glaube ich. Müsste 3,75 Euro gewesen sein. Und ich kaufe immer für die Toilette, für mein Analekzem. Ihr wisst, ich habe ein Analekzem. Kaufe ich immer Feuchttücher und habe jetzt entdeckt, diese Babywaschlappen. Die kosten nur die Hälfte von den Feuchttüchern, sind aber voll gut, ey. Die sind richtig, richtig, richtig gut. Damit könnte man sich auch mal übers Gesicht fahren. Oder sich die Hände damit waschen. Die sind richtig gut. Sage ich aber nicht, was sie kosten. So. Dann. Na jetzt aber, ey. Der Kenner hat schon am Geräusch erkannt. Sage mal, 8-mal Cup-Nudeln, verschiedene Sorten. Heute gab es aber nur Schrimps und Ente, warum auch immer. Keine Ahnung, wieso heute nicht so viel da waren. Aber Schrimps und Ente reicht mir auch. Und jetzt kommt die Hammergeschichte. Als ich die eingepackt habe, die Cup-Nudeln, habe ich gesehen, dass
die 5-Minuten-Rede von Maki im Angebot sind. Und ist mir sofort eingefallen, ich könnte ja nochmal Videos machen mit 5-Minuten-Reden von Maki. Und da hat mich tatsächlich jemand angesprochen. Ihr werdet es nicht glauben. Da hat mich jemand angesprochen, warum ich dieses ungesunde Zeug kaufe. Hat auf die Cup-Nudeln gezeigt und auf die ich hier, habe ich gesagt, warum ist das ungesund? Was ist denn daran ungesund? Ja, das ist doch alles nur Kunst. Und das kann man doch nicht essen, das ist doch ganz furchtbar. Die waren übrigens runtergesetzt, ja, die habe ich nicht für 1,29 oder 1,49 gekauft. Die waren runtergesetzt, unter 1 Euro, weit unter 1 Euro. Und da habe ich gesagt, sie müssen es doch nicht essen. Ich esse es doch. Ja, aber da macht sie sich Sorgen um die Menschheit, wenn die jetzt nur noch so Zeug essen. Da habe ich gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen um die Menschheit. Wir haben jetzt fast 8 Milliarden Menschen. Mir werde schon überleben. Und habe da gesagt, dass halb Asien sich von Cup-Nudeln ernährt und dass die meistverkaufte Instant-Nudel der Welt ist. Das kann sie gar nicht glauben. Hey. Da habe ich auch gedacht, das ist doch ein typischer, wie heißt es heutzutage? Ein typischer Allmann-Move. Ja, ne? So ein Allmann-Move. Ja, so, also passt auf. Daraus mache ich Videos. Ihr wisst genau, dass ich so einen Scheiß nicht esse. Aber ich möchte doch mal testen, ob das essbar ist. Dann passt auf, habe ich Linsen, Rindfleisch-Nudeltopf, den habe ich früher oft gegessen. Als ich bei der Bundeswehr war, habe ich mich von dem Scheiß ernährt. Nudeln in dunkler Gulaschsoße, Makaroni und Käse, Hühnernudeltopf, Brokkoli-Nudeltopf, Spaghetti Bolognese, da ist noch einer. Und Nudeln in Spinatrahmsoße. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, die ich testen kann. Reicht für eine ganze Woche. Da kommt dann eine ganze Woche lang Test. Maki 5-Minuten-Terrine. Eine ganze Woche lang habe ich da schon was zu tun. Dann nehme ich ganz gerne dieses Salatfix-Gewürzmischung. Die sind ganz gut. Das trinke ich gleich beim Auf-Eating. Ein WC-Reiniger. Zweimal Rindfleisch von Jola gibt es leider nicht mehr. Und das ist ganz witzig, was mir letztens erst aufgefallen ist. Hier steht im eigenen Saft mit Schweineschwarten. Da steht dick und fett Rindfleisch drauf. Und unten drunter im eigenen Saft mit Schweineschwarten. Liebe muslimische Mitbürger und Freunde, guckt genau, wenn ihr was kauft. Denn in ganz vielen Produkten, wo Rindfleisch draufsteht, ist ganz oft Schweinefleisch drin. Mit drin, ganz oft. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Unter anderem ist der McRib bei McDonald's aus Schweinefleisch. War aber früher aus Rindfleisch. So. Dann haben wir Katzenfutter. Ein paar billige Nudeln, weil die teuren kann ich mir nicht leisten. Einmal Bandnudeln. Korkenziehernudeln. Spiralen, Macaronellis und Spaghetti. Dann 10 Eier, muss ja sein. Dann Magentabletten, weil ich habe abends immer mal wieder ein bisschen Sodbrennen. Ein bisschen Bananen. Und Erdbeeren. Ach, wenn ich nur so begehrt wäre wie das Cornetto Erdbeer. Mm, yum, 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 yum. Njam. Erdbeer. Njam, njam. Mm, oh, wow. Mm. Ja, die schmecken ja sogar. Hätte es nicht gedacht. Mm. Man rechnet immer mit dem Schlimmsten, wenn man Erdbeeren kauft. Aber die sind gut, ey. Eieiei. So. Und noch so ein Faden. Damit binde ich immer mein Fleisch zusammen. So, das war's. Dann mache ich jetzt noch ein Auf-Eating. Ciao.